Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Nacht Mein Freund Box von Serum 114. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Die Nacht Mein Freund von Serum 114. Mal wieder eine Box aus dem Genre Deutschrock. Wir werden das Ganze mal aus der Folie holen und uns dann im Detail ansehen. So sieht das aus. Also rein von der Größe her eine etwas kompaktere Box, aber dafür ganz schön hoch, so wie das hier aussieht. Wir haben hier eine schwarze quadratische Box. Und dann haben wir hier einen Kreis mit einer Raubkatze darin. Also, das ist wohl das Logo, das Artwork des Albums. Und das Ganze ist dann hier so mit weißen, verrinnenden Farben. Also, sieht so aus, als wäre das gerade frisch aufgetragen, frisch aufgesprüht worden. Gefällt mir richtig gut hier. Rechts haben wir dann auch nochmal den Bandnamen Serum 114 und die Nacht Mein Freund. Und darunter, ganz klein, lesen wir hier Strictly Limited Fanbox. Okay, das klingt auch schon mal gut. Und hier auch nochmal das Gleiche. So, auf der Rückseite Serum 114, Credits und Barcode. Okay, der Bandname ist etwas ungewöhnlich, aber kurze Erklärung dazu. Serum 114, das stammt aus dem Film Clockwork Orange von Stanley Kubrick. Und in diesem Film ist das eben das Serum, das den Menschen oder den, sagen wir mal, bösen Menschen eingeflößt wird, um aus ihnen brave Bürger zu machen, was dann allerdings etwas schief geht. Ja, so, wir haben hier einen Patch, dann haben wir hier einen Sticker, eine Fahne, drei Buttons, dann eine kleine Kartonschachtel und natürlich das Album an sich. Also für die Größe echt gut gefüllt die Box, von innen in schwarz gehalten. Und wir werden gleich mal die diversen Sachen hier aus der Folie holen. Die kommen hier ohne Folie daher. Aber hier haben wir dann noch Sachen in Folie und jawohl, der ist auch nochmal in Folie. So, ein Flachmann hat sich hier drin verborgen. Dann die Fahne. Und natürlich das Album. Hier haben wir auf der Folie noch einen Sticker. Hier lesen wir Serum 114 Limited Edition Mediabook inklusive Bonus EP Der Tag, mein Feind. Alles klar. So, dann werden wir dieses Mediabook hier mal aufschneiden. So, opa. Und dann kriegen wir auch die Folie hier ab. So, also wir starten wie immer mit dem Album an sich. So sieht das aus. Serum 114 lesen wir hier. Dann darunter diese Raubkatze in schwarz-weiß. Also wir erinnern uns, auf der Box war sie ja in weiß. Hier jetzt in schwarz, also genau umgedreht die Farben. Und darunter dann der Albumtitel Die Nacht, mein Freund. Das lesen wir auch hier auf der Seite. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. Wir haben hier 13 Songs mit dabei. Und dann haben wir auch noch die Bonus-EP, die Der Tag, mein Feind-EP. Und hier haben wir dann nochmal 5, also 18 Tracks gesamt. Jawohl. So, Credits und Barcode finden wir auch hier wieder. Dann schauen wir mal hinein. Wir haben hier einmal die CD und einen Einleger. Okay, also hier haben wir einmal die verschiedenen Varianten des Albums. Gibt es eben auf CD ganz regulär. Also Jewel Case, dann in diesem Mediabook, wie ich es gerade vorstelle, dann natürlich in der Box-Variante und in der Doppelvinyl. Dann haben wir auch noch ein T-Shirt und was lesen wir hier noch? Ah ja, okay, also eine kurze Beschreibung des Albums. Dann die Tour,
Und dann, das dürfte wohl diese Bonus-EP sein, oder? Nein, die Bonus-EP hieß ja Der Tag, mein Feind. Was lesen wir hier? Acht Kids. Okay, also es dürfte eine andere Band sein, die hier beworben wird. So, dann schauen wir uns als erstes mal die CD an. In diesem Fall sieht die so aus. Wieder mit dieser Raubkatze. Darunter wieder das Serum-Logo zu sehen. Jawohl, also die Tracks hier einzeln abgetippt, Wort für Wort, das Ganze unterlegt mit Aufnahmen. Was lesen wir hier? Schwimmhalle. Okay. Weitere Tracks. Weitere Aufnahmen. Jawohl, also so stelle ich mir ein Booklet vor. Schöne Fotos und natürlich alle Lyrics mit dabei. Immer eine Seite so und eine Seite so. Ein sehr umfangreiches Booklet. Dann haben wir hier sogar die Lyrics der Bonus-EP. Also, das ist echt gut. Starke Leistung. Und dann gibt es zum Abschluss noch einmal die Credits und die Danksagungen. So, dann auch nochmal die Tracklist hier abgedruckt, komplett. Und dann kommen wir zur Bonus-EP. Die ist hier in Weiß und Schwarz gehalten. Natürlich auch hier wieder die Raubkatze. Und dahinter kommt dann 114 zum Vorschein. Ja, also das Mediabook echt sehr fein gemacht. So, dann haben wir einen Patch mit dabei, mit dieser Raubkatze abgebildet. Hier haben wir eine leichte Verunreinigung. Hier habe ich so einen orange-braunen Fleck. Ich hoffe, ich kriege den dann irgendwie raus. Aber ich denke schon. Und der ist auf jeden Fall ziemlich groß. Also im Vergleich zum Beispiel meine Uhr, ihr seht, das ist echt ein ordentlicher Patch, der ist richtig groß. Kann man sich auf die Kleidung und auf den Rucksack nähen, bügeln, wie auch immer man möchte. Dann haben wir Buttons an der Zahl, drei Stück. Also einmal diesen hier in Schwarz-Weiß, dann auch nochmal in Weiß-Schwarz. Und natürlich dann auch noch einen Logo-Button von Serum 114. Also könnt ihr euch dann aussuchen, ob ihr mit dem Logo oder mit dieser Wildkatze herumlaufen möchtet. Ein Sticker, auf dem auch wieder diese Katze hier abgebildet ist. Dann haben wir einen Flachmann. Und der ist auch richtig schön gestaltet, denn auch hier haben wir wieder eingeprägt dieses Logo hier, diese Raubkatze. Auf der unteren Seite lesen wir Stainless Steel. Das Ganze ist dann hier natürlich ganz regulär aufzuschrauben. Und dann könnt ihr hier einfach das Ganze befüllen und natürlich auch wieder trinken. Ja, also das ist so einer der Standard-Flachmänner. Also ich glaube, von denen hatte ich mittlerweile schon ungefähr 10 in diversen Deluxe-Boxen quer durch alle Genres. Also den habe ich auch schon häufiger in Verwendung gehabt. Kann man nicht sagen. Und als letzten Boxinhalt haben wir dann noch eine Fahne mit dabei. Uiuiui. Also die ist wieder recht groß. Und auch hier haben wir diese Raubkatze abgebildet. Also ich muss ehrlich sagen, dieses Logo gefällt mir so gut und ich bin auch echt dankbar, dass das hier so durchgezogen wurde und dass sie das echt so auf alle Artikel der Box drauf gemacht haben. Und die Fahne ist im Querformat, denn hier aus dem Kopf dieser Raubkatze kommt dann hier noch das Logo von Serum 114. Jawohl. Also, so sieht das aus in Schwarz und Weiß und alles in dieser Sprühoptik. Also, ihr seht hier überall diese feinen Sprüher an den Rändern. Überall haben wir diese feine Körnung noch. Und wir haben dann auch noch auf der oberen Kante, ich werde das Ganze mal versuchen, ein bisschen zusammenzupacken. Jawohl, also auf der oberen Kante haben wir dann hier noch so zwei Metallösen. Hier könnt ihr das Ganze dann entsprechend festmachen, einfach eine Schnur, ein Seil da rein und dann die Fahne aufhängen. Auf den unteren beiden Enden haben wir das Ganze nicht, es ist wirklich nur oben. Und jetzt wollte ich noch mal kurz sehen, ob wir hier irgendwo einen Zettel vorfinden, der uns, jawohl, hier haben wir was, der uns was über die Fahne verrät. So, und zwar lesen wir hier O-Tech oder O-Plus-Tech.
Und das, ja, O-Plus-Tech heißt das Ganze und ist 100% Polyester, diese Fahne. Alles klar. So, dann packen wir die mal wieder zusammen. Die ist echt riesig. So. Und zum Abschluss fassen wir wie immer zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal die eben gezeigte Fahne im Querformat in Schwarz und Weiß gehalten mit diesem Raubkatzenlogo und dem Serum 114-Logo. Der Flachmann, der ebenfalls gebrandet ist. Dieser Sticker hier kreisförmig. Der Patch ebenfalls kreisförmig. Dann haben wir drei Buttons an der Zahl. Einmal Serum 114 Button und zweimal diese Katze. So wie natürlich das Album an sich in diesem Mediabook inklusive der Bonus-EP. Also wir haben hier dann insgesamt 13, 5, also 18 Tracks sind hier drin. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box. Die Nacht, mein Feind, das fünfte Album von Serum 114. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Serum 114 unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.